Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Fragen, Zweifel, Selbstanklagen. Wie komme ich aus dieser Spirale, wenn ich da schon drin bin, wieder raus? Es gibt Menschen, die verbringen den ganzen Tag mit selbstquälenden Fragen, mit Selbstzweifeln, die einem abnagen, die einem bis auf den Knochen abnagen und mit Selbstanklagen, die einem lebenslang ins Gefängnis bringen. Und das ist permanent so, das geht permanent den ganzen Tag. Ja. Das ist ganz oft bereits eine depressive Persönlichkeit, ja. Eine Dysthymie nennt man das, ja. Wenn man nur dauernd alles das sucht, was einen Grund gibt, warum man wirklich schlecht ist. Und wenn das der Fall ist, ja, dann brauche ich dringend Hilfe. Sobald ich erkenne, und wenn Sie es jetzt im Video erkennen, dass das nicht mehr geht, so wie es ist, dann holen Sie sich bitte Hilfe. Das ist total entscheidend, weil man kann nicht den ganzen Tag sich selber schlecht machen. Durch Fragen, warum bin ich so und hätte ich nicht besser machen können und so. Also ich kann mich nicht dauernd so reflektieren, bis nichts mehr überbleibt von mir. Und okay, ich kann mich schon mal fragen, das ist ganz gut, ja. Ich kann schon mal auch zweifeln. Ich kann auch schon mal sagen, boah, das habe ich jetzt nicht gut gemacht. Klar, ist auch, Selbstreflexion ist wichtig. Aber es gibt ein Maß. Und ich habe jetzt in der Therapie immer wieder Menschen, die haben derartig schwerwiegende Selbstanklagen, derartig selbstvernichtende Zweifel, ja, wo man sagen muss, stopp! Wem tut denn das gut und wem bringt denn das was? Dieser Mensch, der sich so anklagt, wird um keinen Millimeter besser, wird um keinen Millimeter freier, hat überhaupt nicht auch nur irgendwie die Chance, dass er da wieder lockerer wird. Ja? Er zieht sich nur selber runter. Und diese Menschen suchen dann fast die Bestätigung von anderen, wenn sie sagen, ja, findest du mich auch furchtbar? Und der andere sagt, naja, eigentlich ja. Ah, danke, dass du mir sagst, das bestätigt mich. Also ich sag's fast ein bisschen lustig, weil es geht ja umgekehrt darum. Ja, ich muss ja raus aus diesem negativen Blick. Ja, wenn da jemand sagt, findest du mich furchtbar, sagt der andere, wieso? Gibt's ja gar keinen Grund, warum sollst du so furchtbar sein? Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Also ja, aber ich bin besonders schlecht. Nein, du bist nicht besonders schlecht. Jeder hat die Möglichkeit, sich zu bemühen. Jeder hat die Fähigkeit, auch ein Stück wieder durchzustarten. Ja? Ist erlaubt, ja? Ist nicht verboten, wieder durchzustarten. Und auch ein Stück das Gute zu sehen. Ja, es ist vieles schlecht, ja gut, aber es gibt auch immer noch was Gutes. Das Glas ist immer, wenn es halb leer ist, auch halb voll. Bitte das zu bedenken. Wenn das Glas nur noch ganz, ganz wenig Wasser drin hat, ja, gut, dann ist immerhin noch wenig Wasser drinnen. Halt nur noch sehr wenig Wasser drinnen. Und ich habe die Hoffnung, dass ich wieder wo einen Wasserhahn finde, wo ich was nachleeren kann. Also, Fragen, negative Fragen, Zweifel, Selbstzweifel, Selbstanklagen, Selbstvernichtung. Sie merken schon, das zieht runter. Was kann ich dagegen tun, dass es mich nicht runterzieht? Erster Schritt, ich muss mal erkennen, dass ich in diesem dauernden negativen Denkzirkel drinnen bin. Und dieser negative Denkzirkel, der ist bei depressiven Menschen Usus, der ist häufig, der ist fast die Normalität. Und ich muss auch als depressiver Mensch, auch wenn ich wenig Kraft habe und so, muss ich zumindest erkennen, oh je, ich bin schon wieder im negativen Denkzirkel drinnen. Stopp. Wenn zum Beispiel ein lieber Mensch von mir jetzt sehr krank ist, ja, oder mein Partner ist gestorben, ja, furchtbar, dann kann ich in eine depressive Stimmung hineinkommen, ja. Und dann können all die Dinge, die noch offen sind, die ich noch nicht klären konnte mit meinem Partner und der jetzt verstorben ist, die können tatsächlich dann hochkommen. Alle offenen Themen, die ich immer besprechen wollte und die ich mich nicht besprechen getraut habe, oder wo es einfach nicht mehr dazu gekommen ist, weil der Mensch leider plötzlich gestorben ist oder nicht mehr ansprechbar war, was auch immer, ja, ist tatsächlich so, dass man das dann nachhängt. Und dann gibt's die Selbstanklage, hätte ich es besser machen können? Und die Antwort ist immer nein, weil wenn ich es erkennen hätte können, hätte ich es besser gemacht. Und wenn Sie mir jetzt sagen,
Doch, ich hätte es besser machen können. Ich habe genau gewusst, da vor 3 Jahren, da, wie wir da dort auf in diesem Lokal waren und Abend gegessen haben, da hätte ich das sagen wollen und habe mich nicht getraut. Und jetzt mache ich mir so vor, dass ich das nicht angesprochen habe damals, ja. Oder wie auch immer. Jo, es ist verschüttete Milch. Dort und damals ist anders als hier und jetzt. Ich kann es jetzt nicht mehr zurückdrehen, das Rad, und es wird einen Grund gehabt haben, warum ich es damals doch nicht sagen konnte. Und der Mensch ist jetzt gestorben. Ich kann es ihm jetzt eh nicht mehr sagen. Es ist jetzt vorbei. Jetzt weiß er es eh und oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall für ihn jetzt nicht mehr relevant. Für mich ist noch relevant, ja. Und weil es für mich relevant ist, deshalb hätte ich es gern anders. Und da ist es eine Frage der Selbstannahme, ja. Selbstzweifel ist immer eine mangelnde Selbstannahme. Negatives Fragen gegen mich selber und Selbstschwächung ist immer mangelnde Selbstannahme. Wie komme ich wieder in die Selbstannahme rein? Indem ich sage, so wie ich bin, bin ich. Ich kann es nicht besser. Ich bemühe mich ab jetzt, wo ich es jetzt erkenne, auch vielleicht mit Hilfe von dem Video, etwas besser zu machen. Und es gibt ja ganz viele Videos über Selbstwertstärkung, über Selbstannahme. Habe auch ich einige gemacht. Wenn Sie runter scrollen oder suchen, finden Sie da einige. Ich bin so wie ich bin und das ist gut so. Auch wenn ich besser sein könnte. Oder wenn ich offensichtlich jetzt Mängel und Fehler an mir habe, ja, habe ich wahrscheinlich, ja. Aber ich bin eben nicht perfekt und ich bin auch nicht der jetzt alles von vornherein schon allwissend weiß. Ich habe auch einen Entwicklungsprozess, ich habe einen Reifungsprozess. Ich mache mal Umwege, um dann wieder mich zu orientieren und den richtigen Weg zu finden. Ich gehe nicht immer kerzengrad den direkten Weg. Also, wenn ich auf einen Berg rauf will, ja, und da ist so eine Felswand vor mir, ja, der Profikletterer, der sich wirklich gut auskennt, der kann den Siebener raufklettern, ja, okay, super, dann hat er Schwierigkeitsstufe 7, weil er so gut ist, der ist in 2 Stunden oben, ja. Ja, ich bin nicht so gut und ich muss einen riesigen Umweg um den ganzen Berg herumgehen, und schön langsam mich in Spiral hinaufkämpfen, ja. Ich brauche 8 Stunden dafür, ja. Der ist schon längst wieder zu Hause, weil der ist ruckzuck direkt raufgeklettert. Und ich bin halt da die langsame Schnecke. Ja, aber ich bin sicher raufgekommen. Ich habe trotzdem die Natur genossen. Es war eine schöne Wanderung. Mein Leben ist halt anders gelaufen als wie direkt grad. Auch ein Umweg kann was Schönes sein. Und Sie sehen schon, ich nehme alles das an, was gekommen ist. Auch wenn es schwer ist. Das ist vielleicht ein Prozess, alles anzunehmen, auch das Schwere, auch den Umweg, unter Anführungszeichen, ja, auch das, wo ich sag, na, gibt's das nicht anders, gibt's das nicht schneller, billiger, netter, angenehmer? Offenbar für mich nicht. Und ich werde für mich einen Weg finden, wie ich's schaff. Ist eben mein Weg, mein ganz persönlicher Weg, und der ist nicht so toll wie der Weg vom anderen. Wenn ich mich dauernd vergleiche und die anderen sind alle viel besser, ja, dann werde ich immer unzufrieden sein. Also der Neid ist eine ständige Quelle der Unzufriedenheit. Und was bringt's mir, wenn ich furchtbar enttäuscht bin, dass der andere das so viel leichter und so viel besser hat und der kann mit einem Auto die Forststraße rauffahren und ich muss da zu Fuß gehen, ja? Jo, macht ja nichts. Dafür kann ich dafür genießen die schöne Natur. Der hat's gar nicht genossen, weil der ist raufgezogen mit dem Auto. Fragen, Selbstzweifel, Selbstanklagen, Selbstabwertung, Selbsthass. Das kommt immer dann, wenn Sie nicht bei sich sind, sondern eigentlich außerhalb von sich. Sie sind wie bei einer Meta-Ebene, wo Sie auf sich viel zu streng draufschauen. Und deshalb ist die Empfehlung, schauen Sie gut auf sich. Sie sind so, wie Sie sind. Sie werden nicht so schnell anders. Aber wenn ich gut auf mich draufschaue, von außen, von der Meta-Ebene, dann ist es leichter, dass ich mich weiterentwickle. Dann ist es leichter, dass ich dann kurz innehalte und sage, ja, ich wage jetzt mal was anderes, weil ich den Mut dazu habe. Wenn ich nur unter Druck, ja, das schlecht, das schlecht, das schlecht, ich kann immer schlafen, ich mache mich fertig, das noch, das noch, das noch, die Spirale geht immer schneller, immer schneller, immer schneller. Stopp. Da löse ich gar nichts. Da mache ich mich nur hinig. Komplett kaputt. Deshalb, okay, ich habe jetzt das den Misserfolg gehabt, ich habe da jetzt den Umweg machen müssen, es ist das schief gegangen, obwohl ich nichts dafür kann,
Ich bin da wirklich gescheitert, ja. Gut, jetzt gehe ich den nächsten Schritt. Jetzt gehe ich weiter. So wie ich es kann. In aller Bescheidenheit, in aller Demut auch, ja. Und Demut ist ein Stück dieser Mut zur Wahrheit über sich selbst. Und das Schöne ist, wenn ich demütig bin, wenn ich so hinschaue, wie ich bin, dann kann es mir gelingen, nicht mich abzuwerten und zu sagen, ja, du bist wirklich das Mieseste vom Miesen, sondern es tut total gut, dass ich so sein darf, wie ich bin und nicht besser sein muss und ich darf trotzdem leben und ich darf trotzdem meinen Teil beitragen. Mehr habe ich nicht, aber das, was ich habe, tue ich. Und dann merke ich, das reicht eigentlich eh, es ist eh genug. Könnte mehr sein, aber je positiver ich wäre, desto mehr wird's, desto positiver kriege ich dann auch wieder die Kraft, desto mehr schwinden die Selbstzweifel und desto mehr kann ich sagen, ja, ich hätte es damals vor 3 Jahren sagen sollen, ich habe gespürt, ich soll es sagen, ich habe mich nicht getraut, trotzdem geht das Leben weiter und ich hätte den Tod nicht verhindern können und es wäre deshalb nichts anders gewesen. Vielleicht hätte es ihn sogar zu sehr belastet. Also bitte finden Sie immer was Positives und nicht nur das Negative. Immer, 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 auch in Träumen. Wenn Sie positiv einschlafen, indem Sie sagen, es wird gut, der morgige Tag wird schon gut gehen, ich werde schon schaffen, träumen Sie viel besser, als wenn Sie sich denken, boah, der morgige Tag und das auch noch, das wird was furchtbar, ja, dann träumen Sie sicher schlecht. Das ist logisch. Ich nehme das, womit ich am Abend einschlafe, das nehme ich mit in die ganze Nacht zum Verarbeiten von den Träumen. Deshalb konzentrieren Sie sich beim Einschlafen nur das Gute zu sehen. Nur an die schöne Natur zu denken, an vertrauensvolle Gedanken zu denken, dankbar zu sein für das, was alles Schönes war heute und was morgen alles Gutes sein wird. Es gibt so viel Gutes. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie das mitnehmen in Ihrem Herzen, dann wird's gelingen. Alles Gute für Sie.